Die Tower Bridge und Big Ben wetteifern ja darum, Londons berühmtestes Wahrzeichen zu sein. Für Besucher hat die Brücke einen entscheidenden Vorteil. Man darf eintreten und hinaufgehen und erlebt ein herrliches Beispiel viktorianischer Ingenieurskunst von innen und genießt einen Blick auf die Themse, den es sonst nirgendwo gibt, während man in luftiger Höhe den Fluss überquert, wahlweise mit dem Nervenkitzel eines Gangs über den Glasboden. Und wer sich informiert und rechtzeitig vor Ort steht, sieht auch das Schauspiel der Brückenöffnung. Hallo und willkommen bei Arc Inside, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. Bei unserer Besichtigung der Tower Bridge beschäftigen wir uns mit der Baugeschichte und anschließend einigen manchmal spektakulären Ereignissen, die sich rund um die Brücke zugetragen haben. Am besten schaust du das Video als Ganzes an und gehst dann in den Nordturm. Hunderte von Jahren florierte London mit nur einer Brücke über die Themse, der London Bridge. Doch im späten 19. Jahrhundert nahm der Straßenverkehr deutlich zu. Und auf der London Bridge, etwa einen halben Kilometer flussaufwärts gelegen, kam der Verkehr regelmäßig zum Stillstand und führte zu stundenlangen Warteschlangen. Eine feste Flussüberquerung im Osten der Stadt wurde dringend nötig. Der Schiffsverkehr war aber so wichtig für die Versorgung der Metropole, dass die Ausschreibung für die neue Brücke verlangte, Schiffen Vorrang vor dem Straßenverkehr zu geben. Das Prinzip gilt bis heute. Wenn ein Schiff 24 Stunden vorher um Durchfahrt bittet, muss dem stattgegeben werden. Schiffsmasten bis zu einer Höhe von 20 Metern sollten die neue Brücke passieren können. Und wie sollte eine solche Brücke nun aussehen? Also wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. 50 teilweise ausgefallene Vorschläge wurden eingereicht. Zu den Entwürfen gehörte eine Doppelbrücke mit einem Schleusensystem, das den gleichzeitigen Zugang zu Straße und Fluss ermöglichte. Ein anderer Vorschlag sah vor, den Straßenverkehr hoch zu verlegen und per Aufzug auf beiden Seiten nach oben und unten zu transportieren. Eine weitere Idee war eine Brücke, die zwischen den beiden Flussufern hin und her rollt. Auch das Design für eine Schwebefähre mit an Seilen hängenden Käfigen wurde eingereicht. Der ursprüngliche Entwurf des Architekten Horace Jones, der auf dem Bild zu sehen ist, wurde zunächst abgelehnt. Der Ingenieur John Wolfe Barry wurde hinzugezogen, um den ursprünglichen Vorschlag von Jones zu überprüfen. Leicht verändert wurde der Entwurf für die heutige Form angenommen. 2 Jahre später begann der Bau. 2 massive Pfeiler aus über 70.000 Tonnen Beton wurden mit Hilfe von Tauchern ins Flussbett versenkt. Über 11.000 Tonnen Stahl bildeten die Struktur, die hinter Granit und Sandstein versteckt wurde. Zum benachbarten Towergelände passend wurden die Türme in neogotischem Stil verkleidet. Die einzelnen Bauteile wurden in Schottland angefertigt, fast wie ein Fertigbausatz. Vor Ort wurden sie mit insgesamt 2 Millionen schweren Nieten zum Stahlgerüst zusammengefasst. Die Nieten wurden in Öfen erhitzt, mit der Zange herausgenommen und nach oben geschleudert, wo sie ein weiteres Mitglied des Teams auffing und ins vorgestanzte Loch hielt. Dann wurden sie von beiden Seiten mit großen Vorschlaghämmern hineingetrieben. Nach 8-jähriger Bauzeit fand 1894 die Eröffnung statt. Ihren blau-weiß-roten Anstrich erhielt die Tower Bridge allerdings erst 1977. Zuvor kam sie in grauer Farbe daher. 2 je 82 Meter lange Kettenbrücken verbinden das Ufer mit den beiden Türmen. Zwischen ihnen verlaufen 9 Meter über dem Hochwasserstand die beiden Teile einer Klappbrücke. Die Brückenhälften lassen sich innerhalb einer Minute öffnen. In früheren Zeiten hob sich die Brücke bis zu 15 Mal täglich, heute sind es im Schnitt 2 Mal. Um die Brücke als Fußgänger ständig passieren zu können, schuf der Architekt den hochgelegenen Überweg. Die meisten zogen es jedoch vor, unten zu warten, bis die Straße wieder freigegeben wurde. Außerdem gab es Klagen über Diebe und Prostituierte auf dem Verbindungssteg, der deshalb 1910 geschlossen wurde. Seit den 1980er Jahren kann man im Nordturm wieder nach oben steigen, dann geht es zur Südseite hinüber. Wer will, betritt den 11 Meter langen Glasboden und blickt auf rote Busse, die 33 Meter tiefer die Themse überqueren. Nach dem Abstieg im schönen alten Treppenhaus oder im Aufzug des Südturms kann man den Maschinenraum besichtigen. Man muss kein Technikfreund sein, um über die majestätischen, historischen Kolbendampfmaschinen zu staunen.
Bis 1974 pumpten sie Wasser in große Druckspeicher, um mittels hydraulischer Kraft die Brückenklappen zu heben. Die Fahrbahnen konnten schon damals in 2 Minuten hochgeklappt werden, eine technische Meisterleistung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Seitdem sorgen elektrische Pumpen und Ölhydraulik dafür, dass die Brücke sich öffnet. Beeindruckend ist ja der Raum, in dem sich die Gegengewichte der Brückenhälften bewegen. Er ist allerdings nicht ständig geöffnet. Jede Brückenhälfte ist ja quasi wie eine Wippe ausbalanciert. Damit wird weniger Energie benötigt und die Türme werden nicht so belastet. Die Brücke erlebte in ihrer Geschichte bisweilen spektakuläre Ereignisse. Schon 1912, nur 9 Jahre nach dem ersten Flug der Gebrüder Wright, flog Frank McLean durch die Towerbrücke. Nicht zufrieden mit seinem ersten Erfolg, flog er weiter stromaufwärts und tauchte unter jeder verbleibenden Brücke durch bis hinauf nach Westminster. Auf dem Rückflug wurde er beim Versuch, unter der Tower Bridge durchzufliegen, von einem Seitenwind ins Wasser gedrückt. Glücklicherweise blieb er jedoch unverletzt. Spektakulär war auch ein Flugmanöver 1968 des Royal Air Force Piloten Alan Pollock, der mit seinem Jet mit einer Spannweite von 10 Metern durch die Brücke flog. Was war geschehen? Pollock war unzufrieden mit der britischen Verteidigungspolitik, die in dieser Zeit ihren Schwerpunkt von bemannten Flugzeugen auf Lenkwaffen verlegte. Damit waren erhebliche Etatkürzungen verbunden. Außerdem hatte er sich geärgert, dass zum 50-jährigen Jubiläum der Royal Air Force keine Flugvorführungen geplant waren. Also veranstaltete er selbst eine. Er umkreiste im Tiefflug die Houses of Parliament 3-mal als Demonstration gegen die Regierung und flog anschließend durch die Tower Bridge. Bei der Landung wurde er verhaftet und später aus medizinischen Gründen aus der Air Force ausgeschlossen. Ein unfreiwilliges und halsbrecherisches Manöver ereignete sich 1952, als ein vollbesetzter Doppeldeckerbus über die sich öffnenden Brückenhälften sprang. Eigentlich hätte der Wachmann eine Glocke läuten und die Tore schließen müssen, bevor die Tower Bridge geöffnet wurde. An jenem Tag vergaß er dies jedoch offensichtlich. So fuhr der Bus der Linie 78 mit 20 Passagieren an Bord auf die südliche Brückenklappe, die sich langsam nach oben erhob, während die Nordklappe noch am Boden blieb. Ein Meter breiter Spalt tat sich auf. Der Fahrer gab mutig Gas. So flog der Bus über die Themse und landete ohne nennenswerte Schäden auf der 2 Meter tieferen Nordklappe. Zur Belohnung erhielt der Fahrer 10 Pfund und einen Tag Urlaub. Einen ähnlichen Sprung, diesmal jedoch freiwillig, wagte am 13. Juli 2009 der Australier Robbie Madison, als er mit einem Motorrad über die geöffnete Brücke fuhr. Er fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 65 km pro Stunde auf die Mitte der Brücke zu und vollführte einen Rückwärtssalto, bevor er unverletzt vor dem Südturm landete. Beinahe zu einem politischen Zwischenfall kam es 1997, als US-Präsident Clinton zu Besuch beim damaligen Premierminister Tony Blair war. Als sich die Wagenkolonne des Präsidenten auf der Brücke befand, wurde sie durch die hochfahrenden Brückenhälften getrennt, was für helle Aufregung sorgte. Ein Segelschiff hatte die Durchfahrt beantragt und da Schiffe ja immer Vorfahrt genießen, hatten die Autos das Nachsehen. Unverzüglich meldete sich Scotland Yard und forderte die sofortige Absenkung der Fahrbahn und verwies eindringlich auf das Sicherheitsrisiko des Präsidenten. Doch der Brückenwärter ging darauf nicht ein und ließ erst die Gladys durch und dann Bill Clinton. Damit sind wir am Ende unserer Besichtigung angelangt. Weitere Videos zu London und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Ark Inside. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.